Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Aquarist, der Super Aquarienbau, Zucht und was weiß ich nicht Simulator. Ja, ihr seht, wir sind im riesen Aquarium mal wieder und gucken mal, was wir heute machen. So, Zitterwels in das neue Aquarium links setzen und glücklich machen. Okay, wo ist denn hier ein Zitterwels? Haben wir ein Zitterwels? Müssen wir mal gucken. So. Im Aquarium. Ach hier, da muss ich Zitterwels reinmachen. Okay, dann hauen wir mal ein bisschen drauf rum, ne? Und dann gucken wir mal. Klopp, klopp. Dann machen wir hier mal heute den Zitterwels. Gott sei Dank nur den Wels und nicht den Aal. Also alles safe. Ja, also wenn ihr noch eine zweite Stimme zwischendurch mal hört, der Hesse, der ist auch noch dabei. Aber jetzt halt nur in der Aufnahme, nicht im Spiel. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schreibt mir gerne Hallöchen. Ihr Hummer, er frisst euch nicht. So, hier haben wir so ein paar Leuchtefischis. Hier haben wir unsere Garnelchen drin, die wir letztens gebaut haben. Und das Upala Becken, das sieht auch cool aus. Ja. Nett. Gudi, also. Was brauchen wir denn für diese Zitterwälze? Was auch immer das ist. Ja, hier sind sie nicht. Die sind bestimmt bei Süßwasser. Wels ist doch Süßwasser. Ne, hier ist ein elektrischer Wels. Ach, das ist bestimmt dieser Zitterwels. Sind die diese elektrischen? Okay, was brauchen die denn? 24 bis 29 Grad. Heide Witzka. pH 6,1 bis 8, bla bla. Okay, wo wird das Wasser hier eingeschaltet? Wasser ist bereits Süßwasser. Ja, warum habe ich denn da dann? Hallo, Wasser. Wasser. Bestimmt hier auf der Rückseite. Oder? Ne, da nicht. Komm ich hier irgendwo lang? Hallo? Hallo? Darf ich da rein? Nö. Schade. Mal gucken, ob wir hier hinkommen. Hallöchen, hier ist noch Strom. Hallo, bist du Wasser? Nee. Darf ich hier rein? Nein, auch nicht. Hier. Ja, hier ist schon Wasser. Hier ist ein Aquarium. Nee, verstehe ich nicht. Hä? Ist hier irgendwas? Steuerung oder so? Ja, das ist ein Unterwasserruin. Ja, dann. Achso, hier können wir noch Fotos machen. Okay. Der Fisch, der schwimmt ja auf dem Trocknen. Wunderbar. Hä? Ist Wasser ist bereits Süßwasser. Ja. Hier ist auch Süßwasser. Aber wir kriegen hier Wasser hin. Ich jetzt plem. Komme ich hier durch? Hallo? Nö. Ah, hier, guck mal. Füll Erde ein, bevor du Wasser ins Aquarium gießen kannst. Okay. Also, dann nehmen wir mal ein bisschen Erde. Erde. Die gute Erde. Ich liebe Erde. Wir nehmen aber ein bisschen hellere Erde, weil das ist hier relativ dunkel, die Höhle. Und ein bisschen heller ist, glaube ich, freundlicher und schöner. Sehr gut. Dann werden wir schon mal direkt, solange das Becken offen ist, die Futterautomaten reinsetzen. Wenn wir irgendwo hier schön vorne so in die Ecke setzen. So, dann Wasser. Water ist drin, wunderbar. Dann gehen wir jetzt mal schön auf 29 Grad. Jetzt ein bisschen heftig. Das ist schon hart. Wie viel soll ich denn da reinsetzen? So. Setzen Zitterwälze in das neue Aquarium setzen. Okay. Okay, können wir doch runtergehen. Können wir auf 26 Grad gehen. Kaufen wir mal zwei Zitterwälze. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich da genau brauche. Ja. Dann gehen wir hier doch mal runter auf 26, würde ich sagen. Das ist dann passender. So. Und wie soll ich glücklich machen? Okay. Wir brauchen Pflanzen und Deko noch.
und vielleicht noch ein Weltsee. Aber erstmal machen wir jetzt ein bisschen Deko. Ich glaube, da könnten wir hier so einen leuchtenden Stein nehmen. Ich glaube, das ist passend. Nehmen wir hier so mittlere Größe, zwei Stück. Oh, ist ein bisschen heftig. Obwohl, das geht, das geht, das geht, das geht. Ja, kann man lassen. Ist gut. So. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Deko. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier so ein bisschen im Bereich Holz noch, Wurzeln und so. Aber zu wenig. Warte mal. Schmeißen wir doch mal eben raus. So, wir brauchen mehr Wurzeln, größere Wurzeln, damit dann auch hier richtig Rabummelt aussieht. Hahaha. Ich weiß, der Witz war gut. Oder auch nicht. So, haben die jetzt genügend Deko drinne? Nein, immer noch nicht. Aber ich sehe gerade, wir müssen mal eben schnell unsere Hütte öffnen. Dafür rennen wir mal eben schnell vorne zur Tür. Sagen wir mal den Leuten, hereinspaziert, hereinspaziert, hereinspaziert. Kommen Sie ran, die werden genauso beschützen wie nebenan. So. Und wie viel haben wir gemacht? 7.042. Also bei den Kosten hier, ne, ist das ja nicht normal, du. So, was haben wir denn hier für ein Problem? Fisch, zu viele Fische drin, ne? Okay. Zu viele Fischis? Nicht gut. So, Clownfisch. Überbevölkert, schmeißen wir mal ein paar raus. Und dann haben die Hunger. Wo ist denn der Automat hier? Hier. Ach, der war leer. Upsala. Okay. Jetzt sind wir glücklich, siehst du? So einfach geht das. Schmeißen wir trotzdem noch ein paar raus. So. Hiervon auch. Dann machen wir noch ein bisschen Geld mehr nebenbei. Nehmen wir ein paar Fische verkaufen. Hier so ein paar Leopard-Rückerfische weg. Dann haben wir hier noch so ein paar, paar Bermudas. Gucken wir noch mal ein paar mehr verkaufen. Haben wir denn da? Ja, passt. So, dann Palettendoktor. Ein paar Prachtexemplare weg. Boah, das gibt Geld. Das gibt gut Geld hier. So, Palettendoktor. Können wir aber noch mal 1, 2 weghauen. 3, 4 weghauen. Passt. Kardinalfisch. Ein paar Kardinalfischis. Die vermehren sich ja hier wie, weiß ich nicht, wie die Unterhosen. So. Die machen hier Eichhörnchenjagd oder so, ich weiß nicht. Ist ja Wahnsinn, du. So. Ich muss ihn dann noch verkaufen von. Halterfisch. Kann er per Anhalter mitfahren oder was? Der Halterfisch. Seepferdchen auch noch. Eieiei. Die Juden-Seepferdchen. Sehr gut. Was haben wir noch? Da Mandarinfisch. Der ist nicht so ganz glücklich, weil zu viele Pflanzen. Verstehe ich nicht. Was hast du für Probleme? Du bist einfach nur über viele von euch. Okay. Dagegen können wir was machen. Oh, da gibt aber richtig Kasse. Heieiei. Was haben wir denn hier? Ja, die bringen aber auch Geld hier. 346 für so ein Exemplar. 433. Holla, die Waldfee. Was ist denn bei euch? 208. 260.
Guck mal, sind sie glücklich, geben sie direkt mehr Geld. Geil. Läuft mal wieder. So, was haben wir denn da? Nur zwei Exemplare weg, da passt. Haben wir das Becken schon mal wieder aufgeräumt? Ja, sieht doch schon leerer aus. Wäre so voll. Was ist denn hier los? Ach du heiliger Kanonenrohr, ist denn hier kaputt? Hoho! Wie viele Zander sind denn hier, bitte schön? Und Stichlinge sind ja oben, da haufenweise. Alter. Nein, 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 nein. Gut, Stichlinge. So, 52, verkaufen wir mal ein paar. Ein paar viele. Ein paar sehr viele. Noch 1, 2, 3, nochmal 2, 3. Gut, dann passt das. So, und die Zander hauen wir nochmal weg. Dann machen wir noch einmal, zweimal weg. Genau, dann passt das. Was sagt der? Der hat noch 21. So, was habt ihr hier bei den Discos? Da haben wir auch ein paar zu viele drin. Ne? Nummer 2 weg, Nummer 2 weg. Passt. Welse haben wir. Irgendwas ist hier komisch. Ist aber eigentlich alles drin. Ne? Verstehe ich nicht. So, was sagt das Essen hier? Haben wir noch genügend. Gut. Ach du Scheiße, die braucht mir ein. Okay, Diskus. Temperatur stimmt für euch nicht. War sie nicht da drüben? Ne, hier war das. Hier war ein Diskus. Aber hier sind diese Diskusfische. Okay, was ist hier für ein Diskus? Ein anderer. Okay, ja gut. Hier, der sagt mir zu wenig Deko. Ja gut, oh ja. Und die Wachtschmerzen sind mir ein bisschen zu viel. So. Und die sagen, die haben Hunger. Wieso Hunger? Ja, füllen wir mal nach. So, die sind jetzt glücklich. Sehr gut, passt. So, was haben wir denn noch? Von diesen Kampffischen. Die sind eigentlich auch mal sehr gut. Die Welse, da haben wir ein paar zu viele von. Sehr gut, passt. So, was haben wir denn hier? Oh, oder zu viel. Sehr gut, ein paar weg. Passt, perfekt, wunderbar, haben wir es. Haben wir das schon mal? So, dann. Wie schaut das denn hier aus? Hier sieht es noch gut aus. Gut. Kardinal ist noch gut. Hier ist gut. Die Haie, die haben. Oh, ein bisschen Hunger. Haben die noch mehr Hunger hier, die Fischis, oder nicht mehr? So, mal gucken. Also die Haie, die großen Weißen, die haben Hunger. Der Hammerhai, das geht noch. Okay. Bevor die sich da gleich gegenseitig an die Gurgel gehen, schmeißt man dem ein Stück Fleisch da rein. Hallo? Fleisch? So. Die Raubtierfütterung beginnt. Hallöchen. Quatsch. Hi, ich bin nicht eure Vorspeise, ne? Also nur mal so zum Verständnis. Ich wollte euch nur Essen bringen.
Gut, die Hammereier haben alles, die Mantarochen, Stachelrochen, die haben alle Essen. Die haben wir, okay, wo sind die großen Weißen? Da sind sie. Die haben auch jetzt genug Futter. Sehr gut, dann gehen wir mal weiter. Dann werden wir mal die Zitterwelt zu glücklich machen gehen jetzt. Endgültig. So, was fehlt euch denn noch? Euch fehlt noch ein bisschen Deko und ein paar Pflänzchen fehlt euch. Dann wollen wir doch mal noch ein bisschen Deko ran schaffen. Und zwar nehmen wir mal so ein paar Steinchen noch. Nehmen wir denn hier so schönes? Nehmen wir hier mal so was. So drei Stück. Oh, ein bisschen groß. Oh. Ist ein bisschen riesig, aber egal. So, um Pflanzen. Süßwasserpflanzen bitte im Bereich 26 Grad. Da haben wir das. Das ist sehr gut. Drei Stück von denen. Nehmen wir dann auch noch mal drei. Können noch schön wachsen. Einmal, zweimal und dreimal und die kommt dahin. Das kommt dahin und das kommt dahin. So, und sind glücklich. Wunderbar. Yes, man. So, wir werden der nächste auch schon. Belohnung. Quallen im Meer sind ein alltäglicher Anblick, aber wussten Sie, dass es viele Arten von Quallen gibt und die seltsamsten oft zu Attraktionen in den Ozeanarien werden. Diese runden Aquarium ist perfekt für eine Quallenausstellung. Entsperrte Gegenstände. Mondquallen, violette Quallen, orangefarbene Mondquallen, Vase, mystische Koralle. Oho. Sehr, sehr cool. Werden wir machen. Aber Leute, was soll ich euch sagen? Wie es weitergeht, das erfahrt ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge, würde ich sagen. Denn da werden wir dieses Aquarium fertigstellen. Und nicht nur das, wir gehen dann weiter. Und da sehe ich noch mal so ein großes Aquarium. Und ich will nicht wissen, was da alles noch ist. Es wird, glaube ich, noch riesig. Ich glaube, das geht dann hier durch. Aber alles weitere in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.